Eine grosse Herausforderung ist, wie Betrieb und die Führung der Betrieb eigentlich mit dieser Herausforderung umgeht. Und da ist es so, dass eigentlich bisherige Führungsstrukturen, die eher linear aufgebaut sind, auch eher auf Kommandieren und Kontrollieren, dass das eigentlich definitiv vorbei ist. Die Herausforderung ist, dass man Führungsmodelle oder Führungstheorien wie transformationale Führung, wie man es so schön sagt, zum Beispiel würde einführen. Und das verändert aber eigentlich das Führungsverständnis der Vorgesetzten markant, dass sie eigentlich mehr zu einem Coach werden, anstatt zu einem Kontrollorgan.